Hallo liebe Freunde, mein Name ist Alexander Ehrlich, Honk for Hope. Heute halte ich keine Rede, sondern wende mich mit einer Bitte an euch. Ferindine Klee, Ärztin und Sängerin, ihr kennt das Lied »Wir werden demonstrieren, solange es uns gefällt«, braucht dringend die Hilfe unserer Gemeinschaft. Es ist Zeit, jemandem zu helfen, der vielen von uns geholfen hat. Wegen der Ausstellung von Attesten an Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen können, wurde bei Perin Dinekli eine Hausdurchsuchung, eine Beschlagnahme von Unterlagen durchgeführt und eine sehr hohe Ordnungsstrafe verhängt. Sie muss diese Strafe anfechten. Ansonsten riskiert sie den Verlust der Zulassung als Ärztin. Das kann sehr, sehr viele weitere Ärzte betreffen und die Spitze eines Eisbergs sein. Ein weiterer Schritt in unsere Unfreiheit, in die Ungerechtigkeit, in die Diskriminierung und eine Gefährdung der Gesundheit von Menschen, die aus guten Gründen, wie vom Gesetzgeber vorgesehen, zu einem Arzt gehen und sich untersuchen lassen. Ich habe mit Perin ein langes Interview geführt, was genau passiert ist. Wenn euch die Hintergründe interessieren, ich poste es nicht auf YouTube. Die Inhalte könnten möglicherweise gegen die YouTube-Richtlinien verstoßen. Ihr habt trotzdem die Möglichkeit, es zu sehen in der Beschreibung dieses Videos und in meinem Telegram-Kanal werde ich den Link posten zu unserer Plattform auf Lbry, Lbry. Und dort könnt ihr das gesamte Interview sehen. Es ist schon etwas älter, 2 Wochen alt. Ich habe lange gezögert, wie ich das am besten veröffentlichen kann, sodass möglichst viele Menschen es sehen und trotzdem YouTube keinen Richtlinienverstoß feststellt. Den Link zur alternativen Videoplattform Lbry mit dem Interview mit Perin Dinekli findet ihr in der Beschreibung dieses Videos unter dem Bilderframe. Wir sprechen immer alle von Zusammenhalt und von Solidarität. Jetzt ist es Zeit zu zeigen, ob das leere Worte sind oder ob wirklich etwas dahinter steckt. Wie viele Likes habt ihr Perin Dinekli schon gegeben? Wie viel Vergnügen und Freude hat sie euch bereitet? Wie viel Motivation und Hoffnung hat sie uns allen gegeben? Zeit, ihr etwas zurückzugeben. Vielen Dank. Mein Name ist Alexander Ehrlich, Honk for Hope.